Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute ist wieder mal das leidige Problem mit den Pfunden dran. Übergewicht, Diäten, Abmagerungskuren. Natürlich im Zusammenhang mit Gesundheit, mit Essstörungen, Zivilisationskrankheiten und so weiter. Ich komme da halt immer wieder drauf. Es ist was mich mein ganzes Leben begleitet hat. Und wie ich immer wieder mitbekomme, bin ich da nicht alleine. Ja, wir befinden uns da in allerbester Gesellschaft. Ja, wer kennt es nicht? Die, die es nicht kennen, können sich glücklich schätzen. Ihr könnt ja mal bei Google so ein paar Ausdrücke eingeben, wie Diät, Abmagerungskuren, schlank werden oder was weiß ich. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr da Millionen Ergebnisse bekommt. Also das ist ein echtes Problem heutzutage. Ja, und ich wollte mal so auf die diversen Diäten und Abmagerungskuren eingehen und mal gucken, wie die sich so machen im Vergleich mit den anderen. Die Klassiker, ne? Das ist, früher sagte man FDH, frisst die Hälfte. Also Kalorienreduktion, Kalorienzählen kommt auf dasselbe raus. Dann gab es Sachen wie die Brigitte-Diät oder auch andere Leute, die dann Rezepte und Kochbücher rausgebracht haben, wo die Kalorien vorher berechnet wurden und man dann pro Mahlzeit nur so und so viel Kalorien zu sich nahm. Oder es gibt Programme wie Weight Watchers, wo man eben ein bestimmtes Programm verfolgt und zusätzlich regelmäßig zu irgendwelchen Meetings geht und dann gewogen wird und was weiß ich. Das funktioniert alles. Es funktioniert alles. Ich werde euch noch einen Link einblenden. Moderne Diäten, das ist natürlich jetzt aus dem Englischen. Aber allein an der schieren Zahl der verschiedenen Diäten könnt ihr schon erkennen, wie groß das Problem ist. Denn wer braucht hunderte von verschiedenen Diäten, wenn Übergewicht kein Problem ist, ne? Ja, die eben genannten Diäten, also dann gibt es die Kohlsuppendiät und eben so diese einseitigen Geschichten. Es gibt sogar eine Cookie-Diät, man kann sogar von Cookies abnehmen, wenn man ein Kaloriendefizit erzeugt, also wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als der Körper verbrennt, aber sehr gesund ist es nicht. Dann gibt es die verschiedensten Shakes, also diese ganzen Ersatzmahlzeiten, Molkenpulverprodukte, Slimfast, Almased, Multaben, Slim Fruity, Navolan, Body Slim, Skinny Protein. Ich weiß nicht, ob es diese Sachen auch in Deutschland gibt, aber es gibt sie wahrscheinlich mit einem anderen Namen. Biotech Ultra Loss, Assistor Slim, Herbalife, und so weiter. Es gibt Medikamente, also die klassischen Appetitzykler. Es gibt Entwässerungspillen, die einem weismachen, man hätte abgenommen, weil Entwässerung, ne? Wasser wird aus dem Körper ausgeleitet, also ist man leichter. Und es gibt die Stoffwechselbeschleuniger. Es gibt homöopathische Mittel. Es gibt Carb Burner, die zum Beispiel aus Kaffeebohnenextrakt hergestellt werden oder grünem Teeextrakt oder Carcinia cambogia, Guarana-Extrakt, Citrus aurantium und was weiß ich, was es da wieder alles gibt oder eine Kombination davon. Dann gibt es Detox-Kuren, wo man mit Gemüseshakes oder mit grünen Smoothies, die man den ganzen Tag in sich hineinschüttet, ein Kaloriendefizit erzeugt, weil einfach pflanzliche Nahrung und Wasser zu wenig Kalorien haben, aber den Magen füllen. Das funktioniert alles. Es funktioniert alles. Ne? So viel zu diesen Diäten. Solange man sich dran hält und solange man nicht damit aufhört, funktionieren alle. Ausnahmslos. Der langfristige Erfolg stellt sich allerdings nur bei 1 oder 2% der Leute ein. Also maximal 2 von 100. Das ist schon wieder nicht mehr so lustig, wenn man sich überlegt, dass man Wochen oder Monate lang sich da kasteit hat, sag ich mal, mit dieser Unterversorgung und dann
feststellt, dass man ein halbes Jahr später das Gewicht wieder drauf hat, plus 10% oder so. Ne? Kurzfristig bringen Hunger und die Unterversorgung mit Nährstoffen, also kurzfristig führen diese Diäten zu Hunger und Unterversorgung mit Nährstoffen, langfristig zu einer Gewichtszunahme und dem Jojo-Effekt, also dass man immer wieder Diäten macht, man nimmt ab, man nimmt zu, man nimmt ab, man nimmt zu, aber meistens nimmt man etwas mehr zu, als man vorher abgenommen hat und so wird man immer dicker. Ne? Meine eigene Erfahrung, die meine Videos kennen, wissen da so einigermaßen Bescheid. Ich war erst der Otto-Normalverbraucher-Durchschnittsmensch, wie die meisten anderen. Dann habe ich angefangen, verschiedene Diäten auszuprobieren, auch Entwässerungspillen und so ein Kram. Da war ich noch sehr jung und unvernünftig. Und das führte dann dazu, dass ich irgendwann umgefallen bin. Das war nicht so lustig. Das hätte ganz schön Probleme geben können, aber ich habe Gott sei Dank dann damit aufgehört. Ja, also so verschiedene, ne, Diäten, wie sie halt früher so modern waren. Irgendwann habe ich dann angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Der Gewichtsverlust war eins der Ziele, aber ich wollte mich auch gesünder ernähren und dachte, es ist besser für die Tiere, für die Umwelt, für den Planeten. Daraus wurde dann irgendwann vegan. Damit hätte ich mich irgendwann umgebracht, wenn ich das weitergemacht hätte. Ich habe nach 3 Jahren aufgehört. Vegetarisch hatte ich 6 Jahre gemacht, vegan 3. Das waren also 10 Jahre Unterversorgung mit bestimmten Vitaminen und Mineralien und Spurenelementen tierischer Herkunft. Und 10 Jahre, das reicht schon, um sich die Gesundheit zu versauen. Ja, nach vegan kam Low Carb. Erst habe ich versucht Low Carb Vegan, weil die Veganer, die sind ja von ihrer Ideologie und ihrem Dogma überzeugt, dass viele lieber krank werden und sterben, als daran etwas zu ändern. Ich war nicht viel besser als die meisten anderen, aber ich habe mich irgendwann so scheiße gefühlt, wenn ich das mal so sagen darf, und hatte keine Kraft, keine Energie mehr. Ich kam die Treppen nicht mehr hoch. Hundespaziergang wurde zu einer Herausforderung, Hausarbeit war nicht mehr möglich oder nur noch in ganz geringem Umfang. Also das nur die Beispiele, ein paar Beispiele von vielen, dass ich damit aufgehört habe. Und dann kam Low Carb mit tierischen Produkten, da ging es mir dann schon wieder viel, viel besser. Daraus wurde irgendwann die ketogene Ernährung und irgendwann die T-Rex Diät. Zero Carbs, nur Fleisch bzw. tierische Produkte. Also genau das Gegenteil von einer veganen Ernährung. Ja, normalerweise bedeutet das Ende einer Diät die Rückkehr zu den alten und schlechten Ernährungsgewohnheiten und damit eine Gewichtszunahme. Ich habe durch die vegane Ernährung sehr viel abgenommen, aber nicht, weil die vegane Ernährung so gut ist und automatisch einen Gewichtsverlust mit sich bringt, sondern weil man als Veganer den ganzen Tag Hunger hat. Man könnte also im Prinzip nonstop essen. Schaut euch an, wie das bei Kühen ist, wie das bei Pferden ist, wie das bei anderen Pflanzenfressern ist, Gorillas, Elefanten, die fressen alle den ganzen Tag, weil die Nahrung so arm an Nährstoffen ist, dass sie den ganzen Tag fressen müssen, um ihre Nährstoffe zu bekommen. Und so ähnlich ist das bei Veganern auch. Und hinzu kommt, dass durch den hohen Zuckeranteil in der Nahrung, also alle Kohlenhydrate werden ja im Körper zu Zucker umgewandelt, alle Kohlenhydrate. Und Zucker bewirkt einen Insulinausstoß. Der Insulinausstoß bewirkt, dass man nach relativ kurzer Zeit wieder Hunger hat und dass der Überschuss an Kalorien im Fettgewebe eingelagert wird. Also man isst den ganzen Tag am Essen, man hat eine Mahlzeit beendet, fühlt sich pappsatt, eine halbe Stunde später hat man wieder Hunger. Kennen viele auch bei riesigen Portionen, das ist ganz egal. Wenn diese Portionen aus viel Kohlenhydraten bestehen, dann ist das die Folge. Menschen, die jung, sehr aktiv, gesund und fit sind, haben damit weniger Probleme,
vor allem wenn sie ein gewisses Sportpensum haben oder sich sonst körperlich bewegen, körperliche Arbeit haben oder was. Oder Mütter mit kleinen Kindern, die kriegen normalerweise genug Bewegung. Aber mit zunehmendem Alter und mit sitzender Tätigkeit verändern sich die Vorgänge im Körper und es kommt vor allem im Zusammenhang mit zunehmendem Alter dann so langsam zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Verdauungsstörungen, Stoffwechselproblemen wie Reizdarmerscheinungen und so weiter. Also der ganze Verdauungstrakt leidet jahrelang, jahrzehntelang und irgendwann sagt er so, jetzt geht das nicht mehr. Das ist alles aus dem Ruder. Ich will nicht mehr. Ja. Symptome sind ja immer ein Zeichen des Körpers, das, was nicht in Ordnung ist. Und es ist ein Appell an uns, dass wir uns bitteschön mal drum kümmern sollten, was viele aber nicht tun. Oder sie tun es mit Medikamenten und das ist eigentlich der falsche Weg. Womit ich nicht sagen will, dass Medikamente generell schlecht sind, aber gerade im Zusammenhang mit den modernen Zivilisationskrankheiten, die aus der schlechten Ernährung resultieren, sind sie nicht das Mittel der Wahl. Ja, der Körper spielt das ungesunde Spiel ganz lange mit und irgendwann, wenn er genug hat, kommen die Symptome und wir fallen aus allen Wolken. Wieso das denn? Habe ich doch nie Probleme mit gehabt. Ne? Ja, hinzu kommt dann bei Menschen wie mir die Essstörung, die ich seit meiner Kindheit habe. Bei mir äußert sich das als Appetit ohne Ende. Also ich konnte immer essen wie ein Scheunendrescher und wurde irgendwie nie satt. Satt schon, aber ich konnte trotzdem weiter essen. Aber auch das hat natürlich etwas mit der Nahrungsauswahl zu tun. Ja, ich springe ein bisschen hin und her. Das ist halbwegs geordnet, aber nicht hundertprozentig. Man möge mir das jetzt nachsehen. Ich wollte das Video jetzt machen, weil im Augenblick eine gute Gelegenheit dafür ist. Und deswegen ist es nicht ganz so gut geordnet, wie es sonst vielleicht gewesen wäre. Fasten ist eine gute Möglichkeit abzunehmen. Das ist vor allem eine sehr schnelle Möglichkeit und es korrigiert auch einige unserer modernen Zivilisationssymptome, wie zum Beispiel hohen Blutzucker, hohen Blutdruck und so weiter. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Es sei denn, man wiegt 300 Kilo, kann das durchaus ein Dauerzustand sein. Aber für normalgewichtige Menschen ist das nichts, was man über eine sehr lange Zeit machen kann oder sollte. Die vegane Ernährung, ja, wie gesagt, ich habe abgenommen, aber das funktioniert nur, weil es ein Defizit gab bei den Kalorien. Also dadurch, dass ich immer Hunger hatte und den ganzen Tag am Essen war und ich habe die Kalorien aufgeschrieben, konnte ich natürlich sehen, dass ich rein kalorientechnisch viel zu viel esse. Hunger hin oder her. Und ich wusste natürlich, wenn ich mich meinen Gelüsten hingebe, dass das Gewicht da nicht runter, sondern eher raufgehen wird. Also habe ich reduziert. Und das hat natürlich wunderbar funktioniert, weil die veganen Nahrungsmittel keine sehr hohe Kaloriendichte haben. Und da ist es relativ leicht, in Anführungszeichen, abzunehmen. Aber die Gedanken drehen sich halt nur ums Essen und der viele Zucker, der dem Körper da zugeführt wird, in Form von allen möglichen Kohlenhydraten, der ist auf lange Sicht alles andere als gut. Also ich schätze mal, dass ich in meiner veganen Zeit von 3000 Kalorien aufwärts hätte essen müssen, um halbwegs satt zu werden. Aber was heißt satt? Satt wird man da einfach nicht. Die Veganer werden jetzt natürlich wieder das Schreien anfangen und mir sagen, dass das nicht stimmt. Aber Leute, seid mal ehrlich. Ich habe mich nicht nur mit mir beschäftigt, sondern ich schaue mir seit Wochen Videos lese Berichte von anderen Ex-Veganern, die ganz ehrlich berichten, wie es ihnen damit gegangen ist, die das Positive hervorheben, wie auch das Negative. Und die sagen alle, es ist Hunger ohne Ende. Ja, dann kam Low Carb, Ketogen, Zero Carbs und es war halt eine völlig neue Erfahrung in Bezug auf das Hungergefühl, das dann endlich wegging und den Appetit, den ich vorher nie loswerden konnte und damit war es dann auch leichter, das Gewicht zu stabilisieren.
Und es war eigentlich im Großen und Ganzen alles recht gut, bis auf ein Problem, was ich damals nicht als Problem erkannt habe. Und dieses Problem hieß Milchprodukte. Für mich persönlich, ja. Disclaimer, das trifft nicht auf jeden zu. Es gibt durchaus Menschen, die mit Milchprodukten sehr gut zurechtkommen. Und ich dachte, das sei auch bei mir der Fall. Ist es aber ganz offensichtlich nicht. Ich habe zwar irgendwann die normale Trinkmilch weggelassen und Produkte mit vielen Kohlenhydraten, die aus Milch hergestellt werden, aber ich habe immer noch Kefir mir selbst gemacht. Käse habe ich noch gegessen, Sahne, die ja wenig Carbs enthält. Aber Milchprodukte enthalten Morphine und machen süchtig. Und ich konnte einfach nie genug davon kriegen. Also ich bin auf der einen Seite ein Carb-Junkie, ne? Kuchen, Kekse, Zucker, alles was süß ist, aber auch Brot, alles was Gebäck ist, Eis, ja, alles was so als Dessert herhält, aber auch Pizza, ne? Alles was Weizen enthält. Ich konnte nicht genug kriegen. Aber das hatte ich im Griff, weil ich vor einigen Jahren erst den Zucker aus meiner Nahrung gestrichen habe und dann eine Weile später den Weizen. Und damit hatte ich schon die größte Kuh vom Eis. Aber es war nur eine Kuh aus einer ganzen Herde. Ne? Ja, und ich wollte mir irgendwie nicht so richtig eingestehen, dass die Milch auch ein Problem ist bei mir. Sucht nennt man das, ne? Der Süchtige versucht sich das schön zu reden. Jeder, der irgendeine Sucht hat, sei es Zigaretten, sei es Alkohol, sei es Fresssucht, sei es Kaufsucht, sei es Spielsucht, jeder weiß, dass man versucht sich das schön zu reden, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Ja, und ich habe mich in der veganen Phase habe ich natürlich keine Milchprodukte verzehrt, aber da waren halt wieder die Carbs, ne? Das hält sich dann also die Waage. Im Mai, von Mai bis Juli dieses Jahr war ich in den USA. Da war ich die erste Woche bei Freunden, die meine Essgewohnheiten respektiert haben und die mich einfach machen ließen, was ich wollte. Also das bedeutet, ich habe Zero Carbs gemacht, also keine pflanzlichen Kohlenhydrate, aber ich habe Kefir getrunken, Sahne habe ich benutzt. Das waren eigentlich die einzigen Milchprodukte, aber das waren schon wieder zwei Milchprodukte zu viel. Und dann habe ich meinen House-Sit gemacht, 3 Wochen. Da war ich die meiste Zeit sowieso alleine und konnte also machen, was ich wollte. Da ging es auch. Aber dann war ich eine Woche bei meiner ehemaligen Brieffreundin, die ich seit 1971 kenne. Wir haben uns über die Bravo kennengelernt. Da war damals so ein Austausch, konnte man ausfüllen, so eine Doppelseite, Adresse und Informationen ausfüllen und hinschicken. Und die Amerikaner, die hatten das Teen Magazine und die haben das auch gemacht. Und dann hat Bravo mit Teen, die haben dann da ausgetauscht. Und so hatte ich dann zwei Brieffreundinnen. Also eine bekam meine Info und ich bekam die Info von einer anderen. Und eine davon, das hat sich gehalten bis heute, seit 1971. Also wir kennen uns natürlich seit vielen Jahren persönlich und sind gute Freundinnen geworden. Und wir haben uns auch bedingt durch meinen Sohn und konnte nicht so weg, sie kam nicht so weg. Also wir haben uns nicht gesehen die letzten 20 Jahre. Und das war natürlich ein Grund zu feiern. Also stieg eine Feier nach der anderen. Und dann kam auch noch der 4th of July Weekend dazwischen, also der 4. Juli, der größte Nationalfeiertag der USA. Eine der Gäste hatte Geburtstag, die Schwägerin von ihr. Dann kam noch eine Party. Und dann haben wir uns noch das Musical Texas angeguckt und da gab es zu essen und überall gab es zu essen und überall gab es alles Mögliche. Und ich habe, naja, zuerst versucht, bei meiner Ernährung zu bleiben, aber erst mal einmal am Tag essen, nur ging einfach nicht. Es war unmöglich, ohne die Leute total vor den Kopf zu stoßen.
Naja, und irgendwann habe ich halt gegessen, was da war, weil alles andere viel zu kompliziert geworden wäre. Ja, eine Woche, ich will nicht sagen Müllernährung, weil meine Freundin ernährt sich noch vergleichsweise gut, also verglichen mit dem Durchschnittsamerikaner, aber es war natürlich im Vergleich zu dem, was ich sonst mache, alles andere als günstig. Ja, und dann bin ich wieder zurückgeflogen. Dann habe ich am Flughafen eine Frau kennengelernt, die vor mir in der Schlange stand. Eine Jüdin, wie man unschwer erkennen konnte. Sie hat ein Baby dabei. Und irgendwie bin ich mit der ins Gespräch gekommen. Und sie sagte, sie lebt in der Schweiz. Ich glaube, ihr Vater ist Deutscher oder was. Also sie ist recht international. Sie ist Amerikanerin oder in den USA aufgewachsen. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also sie lebt jedenfalls in der Schweiz und arbeitet dort und sie sagt, ich war 4 Wochen bei meiner Familie und habe 15 Pounds über 7 Kilo zugenommen. Und da dachte ich, aha, noch eine, der so geht wie mir. Ich weiß nicht, wie viel ich zugenommen habe, aber ich habe zugenommen. Ich wiege mich ja nicht, aber ich schätze mal, so 5 Kilo werden es auch gewesen sein. Und das war eigentlich nur die letzte Woche. Also sie hat in 4 Wochen 7 Kilo zugenommen und ich in einer 5. Also das zeigt es euch. Ja, und dann, als ich zurückkam, hatte ich relativ große Probleme. Ich habe mich, also, ah ja, ich möchte dazu sagen, ich habe mich richtig beschissen gefühlt die ganze letzte Woche. Es war natürlich toll, dass die ganze Familie, also die halbe Familie war gekommen, um mich zu sehen. Das war natürlich super klasse und ich habe mich total gefreut. Aber diese Ernährung, also ich habe teilweise echt gedacht, ich kriege das nicht gebacken, ich kriege das nicht geregelt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwie ins Bett legen und da jetzt ein paar Tage bleiben oder ins Krankenhaus mich einliefern lassen. Also mir ging es nicht gut. Und das war nicht nur, weil ich zu viel gegessen habe, also rein mengenmäßig, sondern das war einfach, weil mein Körper seit Jahren keinen Zucker, keinen Weizen bekam. Und jetzt auf einmal habe ich eine Geburtstagstorte. Sieht irgendwie doof aus zu sagen, nee, esst ihr mal allein. Nee, das habe ich dann auch nicht geschafft, da einfach, obwohl beim nächsten Mal würde ich es machen, aber ich habe es nicht gemacht. Vielleicht auch, weil ich sehen wollte, was passiert. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Ja, und ich habe gesehen, was passiert. Also nochmal mache ich es nicht. Ja, und nachdem ich wieder zu Hause war, hatte ich riesige Probleme, wieder zu meiner Zero-Carb-Ernährung zurückzukehren. Ich habe dann zwar keinen Weizen und keinen Zucker mehr gegessen, aber immer noch Milchprodukte oder wieder Milchprodukte. Und ich muss sagen, die letzte Woche in den USA bis vor 2, 3 Wochen hier jetzt, habe ich total Probleme gehabt mit Müdigkeit, mit Schlappheit, mit, boah, nachts konnte ich nicht schlafen und tagsüber war ich nicht richtig wach, Energielosigkeit. So das Typische halt, ne? Was halt so die Carb-Esser kennen. Und das hatte was mit dem Insulin zu tun, dass da wieder rauf und runter zugange war, ne? Ja, Milch, wie gesagt, enthält Casomorphine. Getreide enthält übrigens auch Morphine. Wer sich für die Milch interessiert und die Morphine, die da drin enthalten sind, kann mal BCM7 googeln. Beta-Casomorphin-7. Casomorphine haben einen süchtig machenden Effekt. Und das hat aber einen guten Grund, denn die Muttermilch, und eigentlich ist Milch ja nur dafür da, den Nachwuchs zu ernähren, also bei Menschen das Baby und bei Kühen das Kalb. Und diese Casomorphine haben unter anderem den Sinn, das Baby oder das Kalb an die jeweilige Mutter zu binden. Die Milch enthält sehr wichtige Nährstoffe, die für rapides Wachstum sorgt. Und insgesamt bindet das sehr an die Mutter. Milchprodukte aller Art sind also Bremsen bei der Gewichtsreduktion. Denn überlegt euch mal, ein Kalb, ich weiß nicht, was ein Kalb bei der Geburt wiegt, aber schaut euch das Kalb nach 3 Wochen an. Dann hat es sein Gewicht vervielfacht. Und bei
Bei Babys ist das genauso. Die vervielfachen ihr Gewicht innerhalb von allerkürzester Zeit. Und dazu trägt die Milch bei. Mit den Kasomorphinen, die dafür sorgen, dass das Baby die Milch auch mag und dass es das Baby an die Mutter bindet. Aber auch die Wachstumshormone, die in der Milch sind, spielen damit. Habt ihr auch schon gehört, IGF-1 zum Beispiel, Wachstumshormone, machen so ein Babykalb innerhalb von kürzester Zeit zu einer Kuh, die mehrere hundert Kilo wiegt. Ne? Ich meine, wer mehrere hundert Kilo wiegen möchte, der mag die Milch in großen Mengen trinken. So, jetzt habe ich die Milch wieder gestrichen. Endlich. Also Getreide sowieso nicht mehr, Zucker auch nicht mehr und Milch jetzt auch nicht mehr. Es hat mir ein bisschen leid getan, weil der Kefir ist ja sehr zuträglich für das Mikrobiom. Aber ich habe jetzt mal das kleinere der beiden Übel gewählt und habe meine Knollen eingefroren. Vielleicht tausche ich sie irgendwann wieder auf. Aber das musste einfach jetzt sein, um wieder zurück in die Spur zu kommen. Das Ergebnis ist, dass meine Gelüste, welcher Art auch immer, weg sind. Ich kann spüren, dass meine Klamotten wieder weiter werden. Ich fühle mich wohler, der Bauch wird wieder flacher, ich schlafe wieder besser. Insgesamt meine Haut wird wieder besser. Die hatte auch da wurden auch alle möglichen Probleme sichtbar. Ich hatte sogar wieder Pickel. Nicht viele, aber immerhin, ja, für jemanden, der jahrelang keine hatte. Und in meinem Alter finde ich das schon beeindruckend. Pickel deuten auf einen Entzündungsvorgang im Körper hin. Hat nichts mit Pubertät oder so zu tun. Na, und das hat mir gezeigt, dass es meinem Körper alles andere als gut geht. Jetzt kann ich wieder essen ohne Frust und ohne drüber nachzudenken, ohne Kalorien zu zählen. Ich habe es aber gemacht. Ich habe es mal wieder gemacht, Kalorien gezählt nach meiner Reise und auch jetzt. Mal so über den Daumen wenigstens und ich stelle fest, dass es da eine Differenz von ungefähr 800 Kalorien pro Tag gibt. Allein durch den Wegfall der Milchprodukte. Und die Milchprodukte selbst machen nicht diese 800 oder 1000 Kalorien aus, die ich weniger verzehre, sondern es ist einfach, dass ich eher zufrieden bin. Nicht satt, sondern zufrieden, dass ich eher das Gefühl habe, aufhören zu können. Ja, ich habe morgens nicht mehr gleich Hunger. Solange ich noch Milch getrunken habe, war morgens gleich mein erster Gang zum Kefir. Und den habe ich gleich mal gekillt als allererstes und ja, und dann später habe ich die anderen Sachen gegessen. Das ist jetzt nicht mehr. Also ich trinke morgens meinen Kaffee und gehe dann mit den Hunden raus und mache mir dann mein Essen. Und es ist wieder, ich bin wieder da, wo ich sein möchte. Energie, Kraft, Schlaf, alles hat sich verbessert. Ich fühle mich einfach um Welten besser. Und ja. Die Sucht verschwindet. Es dauert ungefähr 3 Wochen, bis man seine Gewohnheiten umstellt. Ne? Und vorher war es so, wenn manchmal gebe ich meinen Hunden so ein bisschen Käse und da konnte ich immer nicht widerstehen und musste dann selbst auch welchen essen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich habe es vor kurzem mal probiert, also vor ein paar Tagen habe ich mal so ein Stück Käse gegessen, um zu sehen, ob das wieder diesen Mechanismus in mir auslöst. Ich will mehr. Und es ist interessanterweise nicht passiert. Aber ich lasse es lieber bleiben, sonst bin ich ganz schnell wieder drin in dieser Achterbahn. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar allgemeine, also das war jetzt meine letzte Erfahrung, aber ich habe mir natürlich gerade in diesem Zusammenhang und weil es mir so schlecht ging, auch wieder ganz verstärkt Interviews angeguckt bei YouTube und Berichte gelesen im Internet von Leuten, die vorher Vegetarier oder Veganer waren und die dann sich der Low-Carb-Ernährung zugewandt haben. Und da ging es mir insbesondere um die Vorher-Nachher-Erfahrung. Und die berichten also durch die Bank, dass sie als Veganer ungefähr 3000 bis 5000 Kalorien pro Tag essen konnten und trotzdem ravenously hungry waren. Also hangry. Schlecht hangry setzt sich zusammen aus hungry und angry. Hangry, hungrig und schlecht gelaunt, kann man sagen. Aggressiv. Was auch ein bisschen erklärt, warum die Kommentare von Veganern im Internet oft sehr aggressiv sind. Die sind einfach hangry. Sie kriegen nicht genug Nährstoffe,
Nährstoffe haben zwar jede Menge Kalorien, aber das sind leere Kalorien zum größten Teil. Und dann wird man so. Nach der Mahlzeit ist man vollgefressen ohne Ende. Das nennt sich auch China-Restaurant-Syndrom. Da man hat das Gefühl, dass man nie mehr irgendwas wird essen können. Aber eine halbe Stunde später hat man wieder Hunger. Na, und das ist bei der veganen Ernährung auch so. Ja, und diese Menschen, je nachdem wie aktiv sie auch noch sind mit Sportpensum und so, 3000 bis 5000 Kalorien am Tag und hatten immer noch Hunger. Und nach der Umstellung auf Low Carb berichten sie von einer Reduktion des Appetits, des Hungers um ungefähr 70 bis 75%. Und das zeigt sich dann daran unter anderem, dass sie anstatt drei Mahlzeiten plus Snacks, ne, wie das ja heute ganz normal ist, nur noch eine oder zwei Mahlzeiten am Tag essen, weil sie einfach keinen Hunger mehr haben. Nicht alles, was wir lieben, liebt uns zurück. Oder in anderen Worten, ist gut für uns. Und nicht alles, was uns die letzten 50 Jahre erzählt wurde, ist richtig. Ich möchte hier noch ein paar andere Informationen einfließen lassen, habe ich auch hin und wieder schon mal erwähnt, aber ich mache es jetzt nochmal. Barry Groves, für die, die Englisch können, ich werde das verlinken in den Kommentaren, die Information von Barry Groves, Homo Carnivorous, beziehungsweise The Carnivorous Human, hat er das betitelt, beziehungsweise auf Deutsch würde das heißen, der Fleisch fressende oder essende Mensch. Der moderne Mensch ist das einzige chronisch kranke Wesen. Wilde Tiere und Naturvölker haben keine Erfahrung mit chronischen Erkrankungen. Ausnahme bei den Tieren, unsere Haustiere, Katzen, Hunde, Meerschweinchen. Wir entscheiden, was sie fressen und damit machen wir sie dick und krank. Wir exportieren unser Ernährungsdogma in alle Teile der Welt und machen gesunde Populationen dick und krank. Wichtiger als alles andere sind die Nährstoffe unserer Nahrung. Seit Beginn des modernen Ackerbaus, das heißt nach der Neolithischen Revolution, wie man das nennt, das war vor 10.000 Jahren, hat die Gehirnmasse des Menschen um ca. 8% abgenommen. Und auch die Körpergröße hat abgenommen, wobei ich nicht genau weiß, um wie viel Prozent. Aber wir sind heute kleiner und dicker als die Menschen vor 10.000 Jahren. Also vor dieser Neolithischen Revolution. Ja, die Zahl der hungernden Menschen auf der Welt wurde durch den Ackerbau reduziert, weil das billig herzustellen ist und man kann es lange aufbewahren. Aber dafür hat sich die Zahl der Menschen mit Übergewicht und Zivilisationskrankheiten auf der ganzen Welt vervielfacht. Und ich weiß nicht, ob wir unterm Strich da wirklich was gewonnen haben. Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen verhungern oder einfach krank werden, weil sie unterernährt sind. Aber das Gegenteil ist jetzt auch nicht so erstrebenswert, würde ich mal sagen. Krebs, Herzkrankheiten, Alzheimer, Parkinson, Fettleibigkeit, Autoimmunkrankheiten, Allergien, die nicht-alkoholische Fettleber, mal abgesehen von der alkoholischen Fettleber, Bluthochdruck, Insulinresistenz und in der Folge Diabetes sind das Ergebnis unserer oh so modernen und empfohlenen Ernährungsweise. 40% der amerikanischen Bevölkerung leidet unter einem Eiweißmangel. Bei Mädchen und Frauen ist der Anteil viel höher. Es gibt diverse Studien über Eiweißmangel, zum Beispiel bei Kindern. Da hat sich gezeigt, dass die Folge ist, unter anderem gestörte Gehirnentwicklung, gestörte Apathie, Reizbarkeit, verlangsamte psychomotorische Entwicklung, reduzierte Aufmerksamkeit und Konzentration, beeinträchtigte Entscheidungs- und Problemlösungskapazität, beeinträchtigte Entwicklung des Gehirns, beeinträchtigte psychologische Entwicklung, bleibende Läsionen im zentralen Nervensystem,
wenn der Eiweißmangel im Säuglingsalter schon bestand. Reduzierte Gehirngröße und Gewicht, weniger Gehirnzellen, verzögerte sprachliche Entwicklung, reduzierte Lernfähigkeit, eingeschränkte schulische Leistungsfähigkeit und Bereitschaft, schlechte Ergebnisse bei Intelligenztests. Andere Studien, also nicht nur an Kindern, sondern auch an Erwachsenen, haben gezeigt, dass es die Gehirnmasse des modernen Menschen beeinträchtigt hat. Gehirntests und Scans bei freiwilligen Teilnehmern zwischen 61 und 87 Jahren wurden da durchgeführt und dann weitere Tests 5 Jahre später an denselben Teilnehmern. Dabei wurde festgestellt, eine deutliche Reduktion der Gehirnmasse. Die fleischfreie Ernährung führt 6-mal häufiger zu einer Abnahme der Gehirnmasse als eine fleischreiche Ernährung oder sogar eine Durchschnittsernährung. Zu Beginn der Tests, es wurde auch verglichen zwischen Veganern und Allesessern. Das kleinste Gehirn bei den Durchschnittsessern betrug 1456 Milliliter. Das größte Gehirn der Veganer 1455. Also das größte Gehirn unter den Veganern war kleiner als das kleinste Gehirn bei den Durchschnittsessern. Und bei den Veganern setzt sich dieser extreme Verlust an Gehirnmasse fort. Eine Reduktion um weitere 5% nach 5 Jahren ist da zu verzeichnen. Und damit endet das Problem nicht. Also die Gehirnmasse wird immer weniger. Und das hört sich jetzt fürchterlich brutal an, aber diese Leute verblöden wirklich mit der Zeit. Also es tut mir leid. Es kann mir doch keiner erzählen, dass das gut sein kann, wenn das Gehirn alle 5 Jahre 5% kleiner wird. Oder lasst es nur 1% sein. Rechnet euch das doch mal aus im Laufe eines Lebens, was das bedeutet. Tja, dann bin ich gestoßen auf interessante Informationen von Miki Bendor, Ben-Dor, der ist Kandidat, PhD-Kandidat an der Universität von Tel Aviv, betreibt anthropologische Recherche, also Recherche im Bereich der Menschenkunde und insbesondere hat er sich spezialisiert auf Untersuchungen in Bezug auf die Paleo-Ernährung auf der Basis der geschichtlichen Entwicklung. Hier wird es dunkel, es fängt gleich an zu regnen und ich habe Wäsche draußen, aber ich bin auch gleich fertig. Und Miki Bendor kommt zu dem Schluss, dass seitdem wir uns Homo nennen, zu einem großen Anteil oder fast ausschließlich Fleischesser oder Fresser waren. Unsere Magensäure hat einen pH-Wert von 1,5, das ist niedriger als alle anderen Allesfresser oder Fleischfresser. Und dieser niedrige Säuregehalt ist aufwendig für den Organismus. Und wenn ein Lebewesen so einen niedrigen pH-Wert in der Magensäure hat, dann bedeutet das, dass er oder seine Vorfahren Aasfresser gewesen sein muss oder reiner Fleischfresser. Die frühen Menschen waren Großwildjäger und es gab damals keine Möglichkeit, das Fleisch zu konservieren. Und dadurch wurde es nach relativ kurzer Zeit durch Bakterien verunreinigt. Und um das noch essen zu können, ohne Schaden zu nehmen, musste die Magensäure extrem sauer sein, um damit umzugehen. Also Miki Bendor ist total spannend. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst auf wirklich den kleinsten Nenner. Aber ich werde euch da ein paar Sachen verlinken, für die Englisch verstehen oder Hebräisch. Die können sich das dann im Original anschauen. Ja, was gab es noch? Eine interessante kleine Studie, einfach nur mal so. Frauen mit Kinderwunsch
Da haben sie ausprobiert, was passiert, wenn man Frauen vor der Schwangerschaft, also unterprivilegierten Frauen, die sich also von ihren Möglichkeiten her keine sehr gute Ernährung leisten können, denen hat man ein Ei pro Tag gegeben, über längere Zeit. Und man hat es dann verglichen mit Frauen, denen kein Ei gegeben wurde. Und nachdem sie dann Kinder hatten, wurde festgestellt, dass die Kinder der Frauen, der Eierfrauen sozusagen, ein größeres Gehirn haben. Jo, ne? Natürlich, was ich euch hier erzähle, ist gefärbt durch meine eigene Meinung. Klar, sonst würde ich dieses Video wahrscheinlich nicht machen. Aber jeder hat seine eigene Meinung, die in irgendwelche Aussagen einfließt. Es geht mir auch nicht darum, dass jeder macht, was ich tue oder dass jeder mir glaubt. Es geht mir darum, dass ihr auf euren Körper achtet, auf die Signale eures Körpers achtet und dass ihr euch danach verhaltet. Und wenn der Körper sagt, das, was du gerade machst, ist Mist, dann wäre es eine gute Idee, dem Körper was anderes anzubieten oder etwas zu ändern. Mehr will ich nicht. Mit mehr erwarte ich nicht. Jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich und jeder sollte Interesse daran haben, dass diese Gesundheit optimal ist. Und dieser ganze Pflanzenfresserwahn, den ich leider, und ich bereue das zutiefst, jahrelang mitgemacht habe, bringt uns nicht weiter. Ne? Wer sich damit toll fühlt, möge es tun. Aber wenn ihr merkt, dass es nicht mehr geht, dann solltet ihr den offenen Geist haben, eure Ernährungsmethode in Frage zu stellen und euch nach einer Alternative umzusehen. So, das war's. Bevor es anfängt zu regnen, schalte ich hier jetzt ab und hole meine Wäsche rein. Und ich wünsche euch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende. Ich weiß wieder mal nicht, welcher Wochentag heute ist, aber das kennt ihr ja. Ja, und ich werde in nächster Zeit mich meine paar Kilo zu entledigen versuchen, die ich mir als Souvenir aus Amerika mitgebracht habe. So, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und bis bald.